Zwei Tage Schrauben. Zwei Tage Ärger. Also zwei Tage Ärger, zwei Tage Schrauben. Und es kann sein, dass ich jetzt die Lösung habe. Und wenn das die Lösung war, dann ist es so banal, dass ich jetzt davon ein Video machen werde und euch erzähle, worauf ihr achten müsst. Denn ich gebe meine Erfahrungen weiter und vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch so. Hi, ich habe schon gedacht, ich muss so ein Video machen wie der Krishna. Ich kann mich an dieses Video noch erinnern. Der war richtig so, hat ja keinen Bock mehr gehabt auf seine Ape. Und ich war auch kurz davor. Ich war so kurz davor, dass ich gesagt habe, ich verkaufe die. Ne? Vorbei. Gar keinen Bock mehr. Vor allem, weil ich so ein. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange. Ich erzähle euch alles, ich blende euch auch alles ein. Immer wieder. So ein paar Sachen blende ich auf jeden Fall ein. War ja übrigens, die Leute, die jetzt, also die meisten, die das jetzt sehen, da ist das schon lange gegessen. Das ist wahrscheinlich schon wieder super lange her und mittlerweile weiß ich jetzt, ob es das wirklich war oder nicht. Ich schreibe es dann unten drunter. Denn das Video kommt erstmal nur für Mitglieder. Und ich weiß noch nicht, wann ich es online stelle, weil ich so viele Sachen im Moment produziere, dass ich gar nicht weiß, ob es online kommt und wann es online kommt. Aber doch, ich denke schon, es kommt irgendwann online, weil es einfach ein cooler Erfahrungsbericht ist und es ist so eine Kleinigkeit gewesen, die so, ja, die dafür gesorgt hat, dass ich einfach keinen Bock mehr auf meine Ape hatte. Ich denke, diesen Moment hat vielleicht jeder mal. Ja. Übrigens, dann noch kleine Werbung, wenn ich schon mal von Mitgliedern rede. Ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft ja, eine Kanalmitgliedschaft machen, kostet 99 Cent im Monat. Und da habt ihr viele Extra-Videos, die ich zwar mache, aber nie online stelle. Und viele Videos, die ich vorproduziere, die man früher gucken kann. Also lohnt sich. Ne? Ich denke, dass ich so drei, vier Videos pro Monat ausschließlich für Mitglieder mache. Also wer gerne mehr gucken will, einfach eine Mitgliedschaft. Also fangen wir an. Also ich weiß echt, komm, ich fange jetzt an. Ich war beim Campercamp und auf dem Weg dorthin hatte ich schon Probleme. Mein Auspuff locker, der wurde immer lauter. Beim Gas geben, recht, das so richtig vibriert, ne? Übrigens, ja, ich habe kein Mikro dran, weil ich den Adapter unten habe. Ich hab alles hier liegen, aber komm. Sei es drum. Ich denke, der Ton ist okay. Wird okay sein, ja. Ja, ist super heiß geworden. Mein Plastik ist weggeschmolzen. Ich habe geguckt, was das Original kostet von Piaggio. Ey, die Ape-Sachen sind so teuer, was mich dieser Trip schon wieder gekostet hat. Allein das Campercamp hat mich 130 € gekostet. Die Fahrt dahin, 50 € Sprit, Fahrt zurück, 50 € Sprit und Öl. Dann die Sachen, die jetzt defekt sind. Ey, egal, sei es drum. So, ich habe dann den Auspuff wieder festbekommen. Also ich habe einfach eine Schraube verloren. Keine Ahnung, weg, Blase. Hab's dann wieder festbekommen. Und bin dann auch so noch dahin gefahren. Aber war immer noch lauter als normal. Ich hatte schon die ganze Zeit vermutet, dass ja die Auspuffdichtung kaputt ist. Aber man hat mir immer so Angst gemacht. Also man hat immer erzählt, ja, also hier, diese Stehbolzen machen nicht so fest, die können abreißen und so. Ja, allein deswegen hatte ich so viel Angst, dass ich die nie gewechselt habe. Ich hab Auspuffdichtung mitgehabt. Ich hätte es machen können, aber habe ich nicht gemacht. Gut. Aber das wäre trotzdem so gekommen, wie es gekommen ist, weil noch andere Probleme da waren. Wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Gut, auf dem Rückweg auch Ape ausgegangen, Zündkerze raus. Habe ich gesehen, ultra weiß, ne? Richtig weiße Zündkerze. Also viel zu heiß, ne? Bin trotzdem noch mit extra Schuss Öl noch bis nach Hause gefahren. 260 Kilometer, einfach auch wieder komplett zurück. Aber durch die Nacht
Also nachts, damit es schön kühl ist. Und zu Hause habe ich mich dann dran gesetzt, ne? Weil nicht normal. So, ich habe mit Maurice, mit Toni 2 Tage lang hin und her geschrieben. Dem gesagt, das, guck das, guck das, guck jenes. Alles gemacht. Moment. Dann fing es nämlich an, was ich alles ausgebaut habe, was ich alles gemacht habe, wie oft ich Zündkerzenbilder geguckt habe. Ich blende euch jetzt hier. Bop, 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 bop. Zündkerzenbilder ein. Die habe ich alle gemacht in den 2 Tagen. Wahrscheinlich noch viel mehr. Und immer dasselbe Bild, egal was ich gemacht habe. Ja, ich baue jetzt zum 10. Mal alles wieder drauf und dran. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich auch einfach nicht mehr kann, nicht mehr will. Ich habe einfach keine Lust mehr, wirklich. Also, ich habe den Auspuff später irgendwann gewechselt. Nee, erstmal habe ich den Vergaser komplett gereinigt, geguckt, ob Sprit ankommt, weil das war die erste Sache, die der Toni mir gesagt hatte. Guck, also wenn ihr eine weiße Zündkerze habt, aber vorher alles normal war, also Verbrennung viel zu heiß ist. Sprit. Kriegt der genug Sprit? Ne? Geguckt. Sprit läuft super raus. Vergaser komplett gereinigt. Sieht aus wie neu. Blende ich euch auch ein. Dann Auspuff später gewechselt. Also war immer selbe Kerzenbild. Immer selbe Kerzenbild. Ne, erst habe ich neue Düsen gekauft. Genau, Düsen kam einen Tag später an. Nachts bestellt, einen Tag später an. Amazon, Dankeschön. Aber der Amazon-Bote natürlich einfach wieder vor die Tür geschmissen. Bester Amazon-Bote überhaupt. Habe ich ja ein Video dazu gemacht. Wisst ihr Bescheid. Ja. Eine 6 Nummern größere Düse eingebaut. Selbe Zündkerzenbild. So, dann habe ich mal gedacht, okay, wenn er falsch Luft zieht, mach mal mehr Matten rein. Ich habe eine Matte drin im Luftfilterkasten. Den zweite reingemacht. Selbe Bild. Dritte reingemacht. Selbe Bild. Puh, irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Dann Zylinder ausgebaut, weil ich ja dachte, anders, das war sogar vor dem allem. Ich kriege schon gar nicht mehr auf die Reihe, was ich gemacht habe. Zylinder ausgebaut. Das war ein Krampf. Diese eine Schraube da wieder drauf zu kriegen später. Und der war vollkommen okay. Der Zylinder ist top. Da ist nichts dran an dem Zylinder. Aber diese eine Schraube hinter dem Lichtmaschinenrad oder was das da ist, Lüfterrad, boah. Mit viel Glück, da habe ich wirklich eine halbe Stunde nur diese eine Schraube versucht drauf zu kriegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Weiß nicht, ob da jemand einen Trick hat. Wahrscheinlich machen alle das Lüfterrad ab. Ich habe es dran gelassen. Ja. Also Zylinder auch top, nix dran. Dann hat der Maurice mir den Tipp gegeben, ich soll doch überall mal Bremsenreiniger hinsprühen, wo der Luft ziehen könnte. Vorher hatte ich aber noch mal, also da hatte ich irgendwie vorher noch andere Abstimmsachen und so und geguckt und geguckt. Und ich hatte noch mal den Zylinderkopf ab. Ich weiß gar nicht warum. Ich hatte den noch mal ab. Und übrigens den Originalauspuff, also den normalen kleinen Sito wieder drauf. Hab dann tatsächlich den Zylinderkopf abgehabt und hab gesehen, der ist ganz schön verdreckt. Ne, auch gerade auf der Dichtfläche. Dann bin ich hingegangen, hab den erstmal so sauber gemacht und dann mit Nassschleifpapier. Keine Ahnung, ob das richtig war. Richtig schön mit. Ich hatte Benzin noch. Benzin eingetunkt. Mit Nassschleifpapier. Den Kopf sauber gemacht. Seht ihr, ich weiß jetzt nicht, ob es nachher Bilder sind oder vorher Bilder. Hab alles wieder zusammengebaut. Und bin dann gefahren. Und das erste Mal. Also, ich habe dann Bremsenreiniger überall dran gesprüht im Leerlauf, also im Stand. Nirgendwo ist der schneller geworden dadurch, also dass er irgendwie Luft gezogen hat da. Und dann bin ich gefahren. Es funktioniert wieder. Es funktioniert wieder. Ich habe sogar die Ölpumpe, stimmt, die Ölpumpe habe ich auch abgebaut.
Und habe so ein kleines Fläschchen, wo, um zu gucken, wie viel Öl die fördert, die Pumpe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich fahre jetzt die ganze Zeit mit so einem Fläschchen rum, weil ich habe so viel Öl dann in den Benzintank reingekippt. Also das Unmengen Öl jetzt drin, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Oh Gott, ich bin am Überlegen, ob ich das Öl wieder abziehe jetzt. Neu tanken hier. Auf jeden Fall bin ich jetzt eine größere Strecke gefahren, 15 Kilometer, und das Kerzenbild ist gut. Das erste Mal seit 3 Tagen. Das Kerzenbild ist gut. Also es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass es einfach der Zylinderkopf war. Dass der Luft am Zylinderkopf scheinbar gezogen hat, weil das da verdreckt, verkrustet, was auch immer war. Ey, so eine Kleinigkeit. Und ich habe so viel auseinandergenommen. Ich habe so sehr die Ape verflucht. So eine minimale, blöde Ursache mit so einer riesen Auswirkung wieder. Wenn man das jetzt nicht behoben hätte, dann hätte sie da einen Kolbenfresser gegeben oder sonst irgendwas. Und dann auch immer wieder. Ah ne, wenn man einen neuen Zylinder einbaut, dann noch nicht mehr. Jetzt, dann ist er weg. Und dann ist er behoben. Ja, aber Wahnsinn, oder? Was so eine Kleinigkeit ausmacht. Und da erstmal drauf zu kommen. Ich habe alles 3, 4 Mal ausgebaut und eingebaut. Und habe richtig angezogen, zugemacht und habe gedacht, okay, damit ist es getan. Nein, du musst diese Dichtfläche so schön sauber machen. Und dann hat es funktioniert. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt wieder funktioniert. Wir gucken uns das mal an. Also ich schreibe es, wie gesagt, unten drunter. Ich denke, dass dieses Video sehr, sehr zeitversetzt online kommt. Eins habe ich auch gelernt übrigens, wenn ich so Probleme mit der Ape habe, ich mache keine Instagram-Stories mehr. Ja, das ist so krass, ne? Mein Instagram-Account mit nur Ape, da schreiben die Leute, das schreiben mir 30 Leute, wollen helfen, klar, super, super lieb und so, aber und wollen dann auch wissen, wie ist es weitergegangen? Boah, so viele Leute haben geschrieben. Ich habe extra später geschrieben, bitte nicht mehr schreiben in meine Story, Das ne? könnte deine Frage beantworten. Der Game wurde von Toby Rittaus, Sarah Dollard und Debbie O'Malley geschrieben. Okay. Alexa wieder. Tuning wird fortgesetzt. Alexa, stopp. Also ich glaube, ich werde dann so Sachen. Ich habe wirklich große Accounts. Ich habe meinen Urbex Elite Account mit fast, ich glaube, mittlerweile 16.000 Followern. Wenn ich da irgendwas poste oder so, reagiert kaum einer drauf, obwohl die Story 2.000-3.000 Leute sehen. Bei meinem kleinen Ape-Account, da gucken die Story 60, 70 Leute und die Hälfte der Leute, die schreiben einfach. Ja, das überfordert mich ein bisschen. Nehmt bitte. Ich habe halt zum Glück, es ist immer zu viele Leute, die dann schreiben, was es sein könnte und so. Ich frage immer aktiv den Maurice und den Toni und arbeite dann eine Sache nach der anderen ab. Ja. Und lerne gut dazu. Ich lerne gut dazu. So, das war die Story. Das war anders wild. Ich war echt kurz davor zu sagen, weg damit. Gut. Ich hätte mich wieder einbekommen. Oder ich hätte eine andere gekauft. Nein, nein, alles gut. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.